hat, sondern ein Phänomen im Netz ist ja, dass man, um gehört zu werden, immer lauter und radikaler wird. Ich glaube, es gibt, wenn ich Sie, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber es gibt eine Untersuchung über Ihre Tweets, habe ich gelesen, auf Magazin Wise, ja, wo man Ihren Twitter-Feed analysiert hat und wo man sozusagen sehr schön analysiert hat, dass Sie auch in Ihren sozialen Medien, in den Aussagen, die Sie als Wissenschaftler treffen, immer radikaler werden. Im Laufe der Zeit. Nämlich? Ich habe den Artikel auf Wise gelesen. Sie haben das nur gelesen, haben Sie nicht vorhin gesagt, man sollte nicht so argumentieren, ich habe gelesen das? Nein, die Analyse Ihrer Tweets. Lassen Sie mich zu Ende sprechen. Kann man nicht diesen Punkt einfach mal aufschreiben? Sie argumentieren ja von dieser Voraussetzung, die Rechten sind dadurch charakterisiert, dass sie andere denunzieren, indem sie Formeln bringen, wie ich habe gelesen das. Genau das haben Sie eben gemacht im Blick auf mich. Ist das jetzt Denunziation? Ist das Diskriminierung? Was ist das, was Sie mir gegenüber machen? Sagen Sie doch einen einzigen Tweet, den Sie für irgendwie radikal halten. Der Witz bei meinen Tweets ist, die sind alle sehr intelligent. Ich denke lange drüber nach. Spuckt das nicht so aus wie viele andere. Das ist alles durchdacht und das macht die Linken wahnsinnig. Dass sie wütend sind über meine Tweets, das liegt nicht daran, dass sie rechtsradikal oder sonst radikal sind, sondern dass sie durchdacht sind und dass sie nichts dagegen bieten. Ein Wert der Linken. Und das geht ihnen genauso, nur leider wissen sie ja noch nicht mal einen einzigen. Okay. Oder? Ist es das? Ich wollte auf was anderes hinaus. Nein, darauf wollten Sie hinaus. Aber und jetzt bitte, jetzt wäre es doch das Beste, einfach zu schweigen und zu sagen, lassen Sie die anderen mal reden, denn Sie sind jetzt wirklich am Ende. Herr Dr. Klenk, oder? Sie haben geglaubt, Sie müssen sich mit mir matcheln. Ja, das ist die Überraschung des Abends. Ich glaube, dass Ihre Reaktion, sozusagen diese Analyse, meine Reaktion bestätigt Ihre angelesene Analyse? Ich würde den Zusehern einfach raten, diesen Artikel zu lesen, in den... Aber müsste man den Zusehern nicht raten, die Tweets zu lesen? Ich sage es nicht, ob Weiß die Tweets radikal findet. Die Frage wäre ja, ob Sie sie radikal finden, oder? Das, was ich aussagen wollte, ist, und das trifft uns alle, ich nehme mich davon gar nicht aus. Ich nehme auch Sie davon nicht aus. Mein Gott, jetzt Selbstkritik. Heute wird das Selbstkritik, würde ich sagen. Darf ich jetzt mal...